Wir haben Lederhosen und wir sind anständige Alpenländer und fahren deshalb nach Salzburg zu einem Wettkampf, wo echte Hip-Hopper gegen echte Gstanzler einen richtig harten Battle fighten. So, meine Lieben, unsere Vorbereitungen sind abgeschlossen, wie ihr hier sehen könnt. Wir sind wieder mal in Salzburg gelandet. Warum? Weil wir beim Red Bull Gstanzl Battle wieder dabei sind und ich warte eigentlich nur mehr auf unseren Kameramann Hannes. Er hat sich wie immer verspätet. Ich bin schon längst fertig und Hannes, wir sollten langsam was tun. Kommt er irgendwo? Ah, da ist er ja. Markus, hast du nicht vielleicht was vergessen? Es gibt so Momente, wo ich mir schon einmal gedacht habe, dass ich vielleicht auf irgendwas vergessen habe und das könnte wichtig sein, aber nein. Wieso? Hose? Hose, ja. Ja, habe ich vergessen. Von meiner Lieblingsfirma, Wilde Hormat. Danke, Hannes. Bitte. Gstanzl oder Hip-Hop, man weiß es nicht. Für wen seid ihr da? Ja, für die Gstanzl, eh klar. Die Gstanzler. Und warum? Ich werde sie nur auszustellen. Was kommt bei euch besser an? Definitiv Hip-Hop. Und bei dir? Schließt mich eben sehr gerne an. Naja, mir gefällt beides, aber eher Gstanzl würde ich sagen. Wirklich? Ja. Wie sieht's aus mit Männern in Lederhosen und Kappern? Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Wer ist cooler, die Hip-Hop oder die Gstanzler? Eindeutig die Gstanzler, von meiner Meinung. Renate, endlich sind wir wieder vereint. Letztes Jahr warst du glorreich, heuer bist du in der Jury. Auf was wirst du Wert legen? Auf deutliche Ausdrucksweise, auf das auch, wie das Publikum losgeht, auf die Einzelnen. Aber ich werde sicherlich ein gerechter Jury-Teilnehmer sein und möglichst der Bessere gewinnen. Worauf schaut man als Juror? Wir schauen auf jeden Fall auf Kreativität. Es gibt ein Thema, was vorgegeben ist. Und das muss quasi vorkommen bei beiden. Und wie gesagt, wir schauen uns das mal an. Es wird sicher schwierig, wie immer. Und ich glaube, es geht gleich los. Also Markus, halt dich fest. In diesem Sinne, lasst den Wettkampf beginnen! Ja! Red Bull Gstanzl-Battle 2013. 6 Hip-Hopper und 7 Gstanzler bei uns auf der Bühne. Wir werden 6 Battles aus dem Hut ziehen. Das heißt, 3 Gstanzl-Battle gegeneinander und 3-mal die Rapper. Und ich krieg den Bull, damit ich jetzt Flügel krieg. Diesen Typ mach ich heute flach wie ein Bügeltisch. Hüte dich! Ey, ich hab mal Hüte dich, ey. Keine Ahnung, wo gibt's hier der Typ, der verprügelt dich? Der geht Unterhosen schon raus. Und ich weiß, dass das stimmt. Jetzt weiß ich auch, warum das in den Körner so stinkt. Fürs Bull gibt's a Dosen, beim Freestyle gibt's Tricks. Für den Dusch gibt's a Bier, aber für deine Blödheit gibt's nix. Kein Wunder, dass du von mir keinen Respekt kriegst am Mike. Weil meine Leistung für die sogar noch in der Restfetten reicht. Hey, wir haben den weiten Weg auf uns genommen, nur um die Renate Meyer als Special Guest zu sehen. Die Gewinnerin des letzten Jahres. Ja. Auch ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich in sie verliebt. Wir machen wieder Party. Wir ziehen uns das schönste Fleckerl von der Veranstaltung und dann geht's richtig los. Renate, ein kleines Busserloch. Renate! Oh! Renate! Oh! Ja, das Salzburger Publikum, ja, das hab ich recht gern. Die können auch so blären, das kannst du in Bayern draus hören. Wie
Wie legt man das an? Wie bereitet man sich auf so eine Geschichte wie den Gstanzl-Battle vor? Es ist schon ganz was anderes als das, was du gewohnt bist. Ja, auf jeden Fall schwierig. Also ich habe mich schon in die Gstanzl-Materie reingearbeitet, muss ich sagen, weil gegen einen urigen Gstanzler fährst mit Rap gegen eine Wand irgendwann. In der Vorrunde gesehen, dass es für die Bayern nicht reicht, weil zumindest hat der Salzburger heute was wurscht dabei. Finale! Und wenn's magst, komm mal gern noch ein paar Hip-Hops probieren. Ganz genau, der Flow King gewinnt, du bringst es nicht auf und du sitzt dumm und dumm. Ich hab einen Namen im Untergrund und triff jetzt einmal unten rum. Ja, nein, und was mehr, was soll ich für gestalten? Auf der Oberlippe eine Wohnung halten. Das gibt's ja gar nicht, das sieht man für den Dreh. Schatz, wir singen, das muss ich singen. Okay, Red Bull, Gstanzl-Battle 2013. This is Mr. Was für ein Finale! Die Leute sind hier auf den Tischen gestanden, die sind richtig auszuckt, wie man in Österreich sagt. Hast du so einen Response erwartet in Österreich als Deutscher? Nein, eigentlich nicht. Und zwar aus dem Grund, weil letztes Jahr hat er schon eine Bayerin gewonnen. Und man denkt, das Mal wird schwierig. Und zudem haben wir gedacht, vielleicht, dass das Jahr dann ein Rapper vor den Druck kommt. Aber anscheinend hat es dann wieder gereicht und es ist schön gewesen und eine schöne Erfahrung, sowas. Warte, ich glaube, er hat noch einen. Und geschwiegen wurde die Schindelur, da hat es noch bei Neidiger halt rem, hat es der Haifisch gefressen, hat es gleich wieder gespämmt. Ist Bayern recht fett und einer Sau nicht froh, dann hat sie der Bauer beim Führern verdorben. Mir hat jemand geflüstert, dass du selbst auch gestanzeln kannst. Ja, so gut bin ich nicht, aber ich kann es mal probieren. Ja, das wäre schön, ich würde mich freuen. Mein Freund Toni, wir sind heute da, drum, na. Schnitt, Cut, 3, 2, 1. Mein Freund Toni, wir sind halt da. Es war so ein Gaudi, drum sehen wir uns nächstes Jahr. Wie hat dir das Finale gefallen? Besser geht es nicht. Einmal ja, super. Besser geht es nicht, auch das sage ich. Schließe damit, sage Dankeschön, tschüss, ciao, baba. Bis zum Gstanzl-Battle 2014. Yo, yo, yo. Junge, du hast heute richtig abgeliefert. Gratulation nochmal. Cool. Alles Gute. Hey, Holly, alles Gute. So schön auf der Welt ist der Markus halt nur. Drum, liebe Leute, schalt's ein, er kommt auf FIFA pur. Ja.